Ich glaube, ich habe meine absolute Lieblingssonnencreme gefunden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Denn ihr wisst ja, das kann so ein bisschen wechseln. Aber so die hier ist die erste, mit der ich so vom Hautgefühl echt zufrieden bin. Ich habe mit der so eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ich habe mir die geholt und habe mich selber schon beim Auftrag gewundert, so wie geil die eigentlich ist. Und dann habe ich irgendwie was in der Story bei mir auf Instagram gemacht. Und dann wurde ich darauf angesprochen, was für ein Make-up ich drauf habe. Und wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich Make-up-technisch nicht so unterwegs bin. Aber ich hatte die hier drauf. Die macht so ein richtig schönes, fast mattes Finish. Fast matt stimmt, glaube ich, ne? Also es gibt selten eine Sonnencreme mit so einem hohen Lichtschutzfaktor, die wirklich matt ist. Bei solchen Produkten ist es immer so, wenn die so ein bisschen trockener daherkommt, dann auch auf dem Gesicht, also irgendwie so ein bisschen matter wird, dann muss die halt auch einziehen. Und das habe ich auch so in den Bewertungen gelesen. Der ein oder andere hat mit Make-up Probleme. Da kann ich jetzt natürlich nichts dazu sagen, ne, weil ich keins trage. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, die mal auszuprobieren. Es ist eh generell so, bloß weil ich mit dem Produkt zurechtkomme, heißt es nicht, dass du damit zurechtkommst. Ne? Also das sind so Feinheiten, die halt oft dann auch nicht stimmen. Ich weiß, dass die Shenya, das ist schon ewig her, dass sie damit irgendwie so ein bisschen rumexperimentiert hat. Und ich dachte mir immer, ah, die ist ein bisschen zu fettig. Weil die Shenya ist ein ganz anderer Hauttyp wie ich. Und ich dachte mir immer so, ach, die brauchst du nicht probieren. Und ich hatte ja dann die Nuki Sonnencreme. Das werde ich dir mal unters i legen. Und in der Nuki, also die Produktlinie von Angelique Kerber und Manuel Neuer, da steckt nämlich Pediprotect drin. Und die ist besser als diese Nuki-Sache. Ich komme mit der so gut zurecht. Ich trage die so gerne auf. Bei so neuen Sachen kann ich euch immer empfehlen, probiert mal einmal abwiegen aus. Ich habe so eine Briefwaage. Die steht übrigens unten in der Infobox drin, falls du dir selbst eine zulegen möchtest. Und wieg einmal ein neues Produkt ab. Also man weiß halt nie, wie sich neue Produkte so verhalten. Und dann weißt du ungefähr, was du auftragen musst. Ich bin jetzt nicht so mega streng, dass ich jedes Mal abwiege, ne? Also ungefähr, wenn ich ungefähr die Menge weiß, dann passt das dann schon. Und ja, die lässt sich halt so leicht eincremen. Das Einzigste, was sie macht, mich stört es nicht, aber ich weiß, dass einige von meinen Zuschauern damit Probleme haben. Sie klebt ein bisschen am Anfang, bis die richtig eingezogen ist. Und dann klebt da aber nichts mehr. Aber am Anfang klebt sie ein bisschen. Ihr bekommt Pediprotect bei Müller, bei Rossmann und bei DM. Ihr müsst aber aufpassen. Ich habe die im Laden, ne, im Müller. In meinem Müller habe ich die, glaube ich, unter 7 Euro gesehen. Ich muss nächstes Mal echt noch mal gucken und mir eine kaufen. Online kostet sie 7,25. Unter DM hat sie auch für 7,25. Online wie offline. Und der Rossmann zurzeit für 7,95 € oder so. Also da lohnt sich wirklich, mal einen kleinen Preisvergleich zu machen und zu gucken, wo es die günstiger gibt. Ne? Also ich habe sie im DM gekauft und habe dann im Nachhinein gesehen, mein Müller hat die ja günstiger. Und besonders wenn so Drogeriemärkte aufeinandertreffen offline, gibt es ja in größeren Städten, dann kann man immer davon ausgehen, in einem der Läden ist die günstiger. Lohnt sich also nachzugucken. Leider haben wir hier nur 30 Milliliter und wer das ordentlich aufträgt, der hat halt nicht lange an der Creme. Und die ist so toll, die ist so toll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Produkt finde, mit dem ich so gut zurechtkomme. Hey, das sieht die Sanozon, die gelbe, die ich sonst immer nehme, direkt alt aus. Ne? Also das Hautgefühl von der, ich liebe das Zeug. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass ich so hundertprozentig überzeugt bin. Und dass man mir dann auch noch sagt, boah, was für ein Make-up trägst du und so. Ja. Ich bin halt nicht so der Typ, der Make-up trägt, also zumindest nicht regelmäßig. Dann war es halt echt tatsächlich die, gerade mit dem Licht von der Softbox und so, da sah das halt besonders abmattiert aus. Gerade so in der T-Zone ist es bei mir ja so, man sieht das ja auch in anderen Videos, so in der Nase fange ich
schon hin und wieder anzuglänzen. Aber meistens geht's. So, jetzt haben wir es mittags und es lässt sich sehen, kann man sagen. Also ich bin super zufrieden und werde mir da die nächste Tube auf jeden Fall wiederholen. Ich weiß nicht, wie es für jemanden ist, der ein bisschen trockenere Haut hat, aber da lohnt sich's ja dann beispielsweise drunter vielleicht irgendwie ein Serum aufzutragen, das ein bisschen fettiger ist oder so. Also da kann man ja dann mitarbeiten. Ich finde, so Cremes, die so ein bisschen ja, von der Art und Weise ein bisschen mehr Hauttypen ansprechen, ein bisschen besser, weil man kann ja in der Skincare davor schon so vorarbeiten, dass wenn man trockene Haut hat, dass die einem dann halt eben nicht zu so trocken ist. Würde mich mal interessieren, hast du die unter einem Make-up aufgetragen? Wie hat sich das verhalten? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Das hilft nicht nur mir, das hilft auch dir und meinen Zuschauern, ne? Also muss man an der Stelle auch sagen. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.